In diesem Video geht es um die Meditation. Und zwar nicht abschalten, Bruder. Es wird weniger spirituell, als du glaubst. Ich werde dir in diesem Video die Meditation schmackhaft machen. Ich werde dir eine ganz einfache Technik zeigen, die dich in Bewusstseinszustände bringt. Um solche Bewusstseinszustände zu erreichen, musstest du früher wahrscheinlich 30 Jahre meditieren. In der Höhle. Alleine. Außerhalb des Dorfes. Auf einer Insel. Du weißt, was ich meine. Ich werde dir eine Abkürzung zeigen, die dich, wie gesagt, in Bewusstseinszustände bringt. Diese Bewusstseinszustände bringen dir einen Mehrwert in Form von weniger Stress, Stressabbau, besserem Schlafen, besserem Leben, positivem Denken. Ja, das passiert im Gehirn, über Gehirnwellen, positiven Denken. Und ich habe auch eine Studie für euch am Start, und zwar zum Thema Meditation und einem längeren Leben. Interessiert am längeren Leben oder es läuft gerade nicht? Glaub mir, mit Meditation läuft. Okay, fangen wir an. Freunde. Erstmal geht es um Gehirnwellen. Es geht eigentlich bei der Meditation darum, ich versuche es in ganz einfachen Worten, falls du dich intensiv damit auseinandersetzen möchtest, egal ob du auf der wissenschaftlichen Schiene unterwegs bist oder auf der spirituellen, religiösen Schiene, das ist ganz egal, ich empfehle Marco Hümer. Ich blende unten ein. Ich möchte dieses Video so einfach und so kurz wie möglich halten, und ich erzähle auch keine Witze diesmal oder irgendwie sowas. Ich möchte tatsächlich einen Mehrwert schaffen, so wie in all meinen Videos. Aber dieses Video, Meditation hat mein Leben verändert, Freunde. Wirklich jetzt. Ich feiere das. Ich habe seit dem ersten Tag, seitdem ich angefangen habe zu meditieren, ich glaube, nur einen Tag Pause gemacht. Und da habe ich dann halt nachts meditiert. Ich zeige euch jetzt Gehirnwellen. Hier irgendwo, vielleicht auch komplett zugedeckt. Und zwar seht ihr Gehirnwellen von oben nach unten, von Gamma nach Delta. Und wie du siehst, wenn ich das jetzt mit einer rauen See vergleiche, ganz oben ist die See rau. Viele Wellen, ein Durcheinander, das kannst du dir nicht vorstellen, da schaukelt das Boot. Und ganz unten seht ihr ruhige See. Und das sind eure Gehirnwellen, okay? Diese sind alle immer vorhanden, diese Gehirnwellen. Aber wenn du jetzt gestresst bist, wenn du ständig Panik, Angst oder Stress hast, in diesen Zeiten jetzt gerade, aktuell, sehr, sehr wichtig zu wissen, überwiegen die, ich sag mal, rauen Gehirnwellen, okay? Und wenn das ein Dauerzustand ist, dann bringt dich das in die Situation, wo wir über Burnout und Depressionen reden. Wirklich jetzt. Ich möchte dieses Video nicht zu dick machen. Es wurde eine Studie gemacht mit Mönchen zum Beispiel, die verglichen worden sind. Also Mönche meditieren regelmäßig mit Menschen, die nicht regelmäßig meditieren. Und es ist ein heftiger Unterschied, was das Angstzentrum angeht und was den Bereich angeht, der für Glück zuständig ist in deinem Gehirn. Wie gesagt, ich komme wieder zum Punkt. Und zwar der Punkt ist, du möchtest dich von der rauen See in die ruhige See meditieren. Das alles im Einklang bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dementsprechend wirst du positiv denken und wirst zufrieden mit dir sein, wenn als Beispiel dein Chef dich anflaumt und dir sagt, du sollst nicht im Internet surfen, sondern Bilanzen fit machen. Dann kannst du reagieren, indem du diesen Stress mitmachst. Der wird praktisch auf dich übertragen. Ihr seid auf derselben Wellenlänge. Das sagt man so und das macht tatsächlich auch Sinn. Und lässt dich anstecken und du streitest dich mit dem. Oder du sagst dir, wenn du in einem ruhigen Bereich bist und das funktioniert, ich sage es aus eigener Erfahrung, wenn du alles im Einklang gebracht hast, in deinem Kopf, auch deine beiden Gehirnhälften in den Einklang gebracht hast, dann sagst du dir, dieser Mann ist gestresst, er hat Stress, er schwingt schlecht, daher kommt das mit den Schwingungen, er schwingt schlecht, lassen wir ihn, er hat Probleme, er bekommt mein Mitgefühl. Und das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, das ist wie, das ist der Endgegner, Freunde, das ist der Schlüssel. Okay, also, auf dem Bild, wie gesagt, seht ihr immer noch, oder ich blende es nochmal ein, von oben nach unten, raue See bis hin zur ruhigen See. Das möchtest du haben. So, ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut erklärt habe. Also du möchtest deine Gedanken kontrollieren, du möchtest deine Gehirnwellen kontrollieren. Also wenn du deine Gehirnwellen in Einklang bringst, dann kontrollierst du deine Gedanken. Und wenn du deine Gedanken kontrollierst, dann kontrollierst du dein Leben. Das bedeutet, und dir wird es auffallen, besser kann ich es nicht erklären, in der Meditation werden dir oft Gedanken kommen, die du nicht haben möchtest. Aber die werden dir mehr und mehr auffallen. Die werden dir mehr und mehr auffallen und das wird sich auf deinen Tag projizieren. Das heißt, wenn du am Tag schlechte Gedanken hast und oft denken wir schlecht, wir kriegen es gar nicht mit und sind total in Gedanken. Alleine dieses in Gedanken sein ist ja irgendwo am Leben vorbei. Du möchtest ja im Hier und Jetzt leben, dann ist man ja glücklich. Und wenn dir vermehrt schlechte Gedanken kommen, dann glaubst du irgendwann das, was du denkst. Wenn dir ständig Gedanken kommen, wie hässlich du bist, wie hässlich ich bin. Wenn dir das ständig kommt, wenn du ständig drüber nachdenkst und das ist scheiße und so was, dann glaubst du dir irgendwann. So, und dann bist du das auch irgendwann. Denn Gedanken lenken deine Umwelt, lenken dein Leben.
Am besten ist es wirklich, viele Lücken zu haben, wo du nicht viel denkst, sondern einfach nur machst. Wirklich jetzt. Sehr viel Glück. Der Buddhismus zum Beispiel sagt, Achtsamkeit und Einsicht. Achtsam zu sein. Und das bedeutet nicht nur achtsam zu sein, was du isst und womit du dich verunreinigst in Form von Lebensmitteln, sondern auch Gedanken können dich verunreinigen. Ständig Horrorfilme zu gucken, verunreinigen dich. Es ist absolut kontraproduktiv, wenn du glücklich sein möchtest, Horrorfilme zu gucken, Nachrichten zu gucken und dir Angst machen zu lassen, dich in Panik und Stress versetzen zu lassen. Es ist absolut kontraproduktiv, wenn du glücklich sein möchtest. Okay, ich möchte nochmal ganz kurz auf die Gehirnwellen zu sprechen kommen, auf die Frequenzen. Ich blende die nochmal kurz ein. Wenn wir diese Skala jetzt sehen, ich habe hier mein Handy im Flugmodus natürlich, wenn wir diese Skala jetzt sehen, Gamma zu Delta. Was denkst du, wo du dein Handy einordnen kannst? In welchem Frequenzbereich? Irgendwo hier. Warte, ich versuche es mal hier so, irgendwo, in dem Bereich. In welchem Bereich ist dein Handy? Wahrscheinlich würdest du, wenn du mir zugehört hast, das sowieso schon in Richtung Gamma einsortieren. Ich kann dir sagen, dieses Handy hat keinen Platz in dieser Skala. Wenn das die Liste ist, die du jetzt hier gerade siehst, dann ist die Frequenz Gigahertz auf dem Mond. Weißt du, was das macht, wenn du ständig mit dem Telefon am Ohr rumrennst? Weißt du, dass ich mir zwischendurch denke, ich habe ja mal mit den Instagram-Stories aufgehört, im Moment finde ich es wirklich sehr, sehr wichtig, ich möchte diese Welt ein ganz kleines bisschen besser machen, aber diese ständigen Instagram-Stories zum Beispiel, auch wenn man so offline einlabert, man muss sie ja dann irgendwann auch bearbeiten, du hältst dir das Handy ins Gesicht und es ist nicht gut, es gibt Studien darüber. Jetzt komme ich nochmal eben zu einer Studie und zwar zum Thema länger leben in Verbindung mit der Meditation, die blende ich euch ein, guckst du? Das ist die Studie und zwar, diese Studie sagt, ich erkläre euch das gleich in meinen ganz einfachen Worten, was Meditation macht, dass es dich länger leben lässt. In dieser Studie zu sehen, ich zitiere mal unter Schlussfolgerung, ich blende diese Studie ein, gib die Schlagworte ein, ich kann nicht alles verlinken, viel zu viel Arbeit, du brauchst nur Schlagworte eingeben, du findest bei PubMed diese Studie, kannst sie übersetzen lassen, kannst auch auf Englisch lesen, in den meisten Fällen und ich zitiere aus dieser Studie und zwar die Daten, also es weisen Daten darauf hin, dass eine Zunahme der wahrgenommenen Kontrolle und eine Abnahme der negativen Affektivität zu einer Zunahme der Telomerase-Aktivität beitrugen. Sehr, sehr wichtig, erkläre ich gleich. Was Auswirkungen auf die telomere Länge und die Langlebigkeit der Immunzellen hat. Darüber hinaus wird Purpose in Life durch meditative Praxis beeinflusst und wird sich direkt auf die wahrgenommene Kontrolle und die negative Emotionalität aus, habe ich gerade eben erzählt. Wobei die Telomerase-Aktivität sowohl direkt als auch indirekt beeinflusst wird. Geil, ich habe gedacht, hinter mir brennt es, aber dann ist das Licht, was jetzt da durchscheint. Okay, zu den Telomeren. Und Telomerase, alles was mit Ase endet, sind immer Enzyme, das sage ich oft in meinen Videos. Und zwar dazu möchte ich definitiv was erklären, was dich genau länger leben lässt. Und zwar, wenn wir jetzt mal hier, wartet, ich nehme mal kurz meinen Schuh. Okay. Also, diese Studie sagt, dass Menschen, die meditieren, längere Telomere haben. Was Telomere sind, zeige ich euch gleich an einem ganz einfachen Beispiel. Längere Telomere haben und eine höhere Aktivität von Telomerase, das Enzym. Freunde, Telomere sind vergleichbar. Also Telomere sind die Enden der Chromosomen. Und Chromosomen ist unwichtig. Chromosomen sind in all euren Zellen. Und diese Chromosomen beinhalten unsere DNA. Und an den Enden dieser Chromosomen sind wie bei Schnürsenkeln, das sind die Telomere, diese Kappen, das sind so Kappen drauf, damit, ich sage es jetzt einfach mal bildlich, damit unsere Chromosomen nicht ausfransen, okay? Und das hier, das ist wie so eine Sanduhr. Umso kürzer die Telomere sind, umso älter bist du. Und Meditation, wie gerade in der Studie vorgestellt, kannst du dich gerne mit beschäftigen, sorgt dafür, dass diese Kappen hier nicht so schnell verschwinden. Dass die Telomerase-Aktivität höher ist und du somit längere Telomere hast. Das sagt diese Studie, Freunde. Und das ist für mich der absolute Wahnsinn. Und seit kürzester Zeit bin ich dabei, halt in Räume der Meditation einzutreten, die absolut nicht süchtig machen, aber es liefert dir eine Art Wohlfühlfaktor und du profitierst den ganzen Tag davon. Sonst hätte ich gar keine Chance, hier solche Videos zu drehen, wenn ich nicht wirklich geerdet und in meiner Mitte wäre. Ja, Freunde, wie gesagt, also, ne,
Das sind die Chromosomen hier, diese Schnürsenkel. Telomere sind diese Enden, die sie übergestülpt sind und verhindern, ne, wenn diese immer kleiner werden, durch Leben, ganz normal, Zellteilung, dann bedeutet das, dass du immer älter wirst. Das ist sozusagen deine biologische Uhr. Es gibt noch Studien, ich habe eine andere Studie gefunden, die blende ich jetzt nicht ein, das ist schon ein bisschen her, ich wollte dieses Video schon vor längerer Zeit drehen, die sagt, dass du dich zurück in dein biologisches Alter bringen kannst. Das heißt, wenn du ein sehr stressiges Leben verfolgt hast, sehr viel Stress hattest, sehr wenig geschlafen hast, schlecht gegessen hast, wenig Bewegung, denn das gehört alles dazu. Wenn du so ein Leben gelebt hast, dann kannst du dich durch Meditation und durch in Ordnung bringen eines chaotischen Lebens, kannst du diese Telomere wieder verlängern. Freunde, die Natur ist perfekt, das Leben ist schön. Wie gesagt, das war das Meditationsvideo. Mehr habe ich nicht. Ich hatte hier irgendwo einen Zettel, aber ich habe nur drei Sachen drauf geschrieben und hier, das kann ich auf jeden Fall noch sagen. Also zum Handy habe ich schon was gesagt, ich bin sehr oft im Flugmodus. Wenn ich mit Kollegen unterwegs bin, wir waren vor 4 Tagen im Wald und haben meditiert und ich bitte immer Kollegen, auch wenn sie bei mir zu Hause sind, bitte in den Flugmodus zu gehen. Boah, Timo, ich schwör's dir, es ist nicht gut, die ganze Zeit dieses Handy am Mann. Aber zum Beispiel auch im Schlafzimmer einen Fernseher zu haben, scheiße, es strahlt. Wirklich, falls du nicht gut schlafen kannst, guck mal, ob du irgendwie Strom in deinem Zimmer los wirst. Ob die Alexa nicht woanders schlafen kann. Fragst du, Alexa, wo möchtest du heute schlafen? In deinem Kopf. Alles klar, das war's. Das bedeutet, wir sind durch. Und hier steht nichts mehr drauf, das habe ich alles erwähnt. Jetzt kommen wir dann abschließend zu dem Wie. Wie machen wir es? Okay. Kopfhörer wäre nicht schlecht. Verlinke ich unter dem Video, waren ganz günstig. Und da ich überhaupt nicht auf Bluetooth stehe, habe ich ein 38 Meter langes Kabel. Also um ehrlich zu sein, ist es 5 Meter und ich lege mein Handy dann meterweit von mir weg, weil es strahlt. Und weil ich über YouTube Frequenzen anhöre, die mir helfen, in diese Schwingung zu kommen. Und darum geht es jetzt hier in dieser Technik. Ich werde unter diesem Video Theta-Frequenzen, die mir was gebracht haben, du kannst da gerne experimentieren, du solltest aber mindestens Alpha-Wellen nehmen. Und ich empfehle aber Theta-Wellen, um noch tiefer reinzukommen. Um dein Gehirn ein bisschen, du kannst auch erst mit Alpha-Wellen probieren. Ich werde 2 Frequenzen hier verlinken, die kannst du nutzen. Du nimmst Kopfhörer. Hendai! Du nimmst Kopfhörer und legst dich gemütlich hin oder setzt dich gemütlich auf einen Stuhl, wie in meinem anderen Video gezeigt. Also das muss ich jetzt nicht vormachen. Du setzt dich auf einen Stuhl, Füße geerdet oder im Schneidersitz oder im Yogasitz, wie du möchtest. Setzt dich hin. Und der Schlüssel an dieser ganzen Sache ist folgender. Du gibst dir die Frequenzen über die Ohren. Ganz, ganz wichtig. Du gibst dir die Frequenzen über die Ohren. Dementsprechend wirst du dein Gehirn so langsam, das ist wie so eine Farbe, die du ins Wasser schüttest, so langsam wird sich dein Gehirn färben in der Farbe, die du über die Ohren gerade, ne, weiß, aufnimmst. Das bedeutet, deine Frequenzen, dein Gehirn wird sich normalisieren, weil es ist normal, dass diese Frequenzen ausgeglichen werden. Nur dieses Leben gibt es im Moment nicht her, für viele Menschen nicht. Das war bei mir auch der Fall, vielleicht ist es bei dir anders. Du gibst dir die Frequenzen, sitzt ruhig und schläfst nicht ein. Das war's. Ich mache es mittlerweile im Liegen. So habe ich auch angefangen zu meditieren. Ich schlafe nicht ein. Es bedeutet ein bisschen Konzentration. Versuch so wenig wie möglich zu denken. Ich kann noch eine Hilfestellung geben. Ich mache es so. Es muss bei dir nicht funktionieren, aber du solltest so wenig wie möglich denken. Also nimmst du binaurale Beats und ein Mantra. Und das einfachste Mantra, was du nehmen kannst, ist beim Einatmen einzusagen im Kopf. Jetzt habe ich ein gesagt. Das gehört? Nein, weil ich es gedacht habe. Also ein und aus. Sagst du dir immer wieder, 20, 30 Minuten lang, und du hörst die Frequenzen, deswegen immer lange Songs nehmen. Und du kannst auch ein anderes Mantra nehmen, dazu musst du mal ein anderes Video gucken, unter dem Video sind viele Mantras, ist Mehrzahl von Mantra, denke schon, verlinkt. Kannst du dir, meins zum Beispiel war A-I-M, also A-I-M, und dann immer in beide Silben aufteilen, A-I-M, A-I-M. Die ganze Zeit im Kopf, weil das verhindert, dass zu viele Gedanken kommen. Es wird noch der ein oder andere Gedanke kommen, ist auch nicht schlimm. Du kommst trotzdem in diesen Bewusstseinszustand, der sich schön anfühlt. Dazu jetzt gleich eben noch mehr. Das Video ist länger geworden, als ich gedacht habe. Wie gesagt, also Frequenzen auf die Ohren, gemütlich hinsetzen, nicht bewegen, gemütlich hinlegen, nicht bewegen, so wie du möchtest. Dann ein Mantra gleichzeitig, doppelt absichern, dass keine Gedanken kommen und du in gute Schwingung kommst. Und so funktioniert es dann, dass du nach und nach von den Gamma-Wellen Richtung Delta, aber wahrscheinlich nur Theta oder Alpha kommst. Aber das reicht. Meditation fängt im tiefen Alpha-Zustand an. Ich blende nochmal die Frequenzen ein.
Entschuldigung. Im tiefen Alpha-Zustand fängt die Meditation an, wirklich effektiv zu sein. Das ist so eine Art Urlaub für deinen Kopf. Wahnsinn, Wahnsinn. Das machst du. Die Kopfhörer verlinke ich unter dem Video, die waren sehr günstig und sind sehr gut, lange gesucht, haben ein langes Kabel, auf Bluetooth stehe ich nicht so, genauso wenig wie ich auf WLAN stehe oder ich lebe mit diesen ganzen Sachen, aber mir tut es persönlich gut, nicht so viel davon Gebrauch zu machen. Ja, das ist es. Das war's mit diesem Video und ich würde mich super freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, nachdem du in gute Schwingung gekommen bist. Also ich habe tatsächlich nach einer Woche des Meditierens, was nicht diese Qualität hatte wie das jetzige Meditieren. Ich habe nach einer Woche, krass, habe ich Freunden schon gesagt, ich sage, damit höre ich nie wieder auf. Das ist absolut heftig. Da war ich war wahrscheinlich früher in Gamma unterwegs und habe mich dann erstmal in Beta meditiert oder was, keine Ahnung, oder in den oberen Alpha-Zustand. Aber auf jeden Fall tat mir das von Anfang an richtig gut. Ich wünsche, dass es dir gefallen hat und dass es dir einen Mehrwert bringt und dass du Erfolg hast mit der Technik, die ich dir hier in diesem Video gezeigt habe. Es ist der Hammer und einfacher geht's nicht. Du lässt dich meditieren. Du meditierst nicht, du lässt dich meditieren. Du bringst dein Gehirn in krasse Schwingung. Da kommt der Zug. Tschüss. Auf jeden Fall, klasse Sache, Freunde. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Verlinke ich Songs unter dem Video. Verlinke ich liegen, sitzen, ruhig halten, stillhalten, nicht einschlafen, nicht denken. Das sind die drei goldenen Regeln, Freunde. Stillhalten, nicht denken, nicht einschlafen. Es kommen ab und zu Gedanken, es ist kein Thema. Du wirst nach und nach merken, wie du dich darauf konzentrieren kannst, wie du lernst. Meditieren ist eine Übung fürs Leben, wie du nach und nach lernst, nicht zu denken. Und das wiederum bringt dein Gehirn irgendwann in Einklang. Und immer mehr. Ich bin noch lange nicht am Ende, Freunde. Wahrscheinlich mache ich irgendwann noch ein anderes Video. Ich meditiere auch ab und zu natürlich ohne Kopfhörer, einfach mit Vögeln. Du weißt. In der Sonne, am See, auch eine schöne Sache. Also wie gesagt, ich hoffe, ich habe damit erreicht, was ich erreichen wollte. Und zwar, dass wir mehr Menschen sind, die ein positives Denken in dieses kollektive Bewusstsein hinzufügen. Ja. Das ist so. Okay. Okay, alles klar. Jetzt muss ich hier noch aufräumen. Das hier ist meine alte Stelle. Hier habe ich auch mein Eisenvideo gedreht, mein Jodvideo gedreht und mein Vitamin-D-Video. Zieht euch mein Vitamin-D-Video rein. Ihr müsst euch heute nichts Tropfen, Spritzen oder Tabletten nehmen. Ihr könnt euch in die Sonne legen. Aber wie wichtig das ist, ist immer noch aktuell. Das ist kein Wintervideo. Vitamin-D, ultra wichtig. Na, was ist denn da los? Siehste? Du solltest meditieren, Junge. Den gehe ich jetzt, ne? Mein Video zeigen. Ey, okay, Freunde, das war's mit dem Video. Jetzt muss ich los, jetzt lege ich mich auf die andere Seite des Sees. Habe ich euch schon Videos auf Instagram gezeigt. Folgt mir ganz gerne auf Instagram, gebt mir ein Feedback und wenn ihr Fragen habt, hier drunter. Unter diesem Video könnt ihr sicher sein, dass ich definitiv antworten werde, falls irgendwas unklar ist. Aber ich glaube nicht, weil ich alles doppelt und dreifach absichere. Und ja, es war mir eine Freude. Namaste. Namaste bedeutet, ich grüße deine Seele. So viel wie ich weiß.